Mahathir Mohamad macht Wahlkampf. Er kämpft auf der malaysischen Insel Langkawi bei der Wahl am 19. November um ein Parlamentsmandat. Glaubt man den Umfragen, ist ihm der Sitz sicher und vielleicht wird er auch wieder Premierminister. Das wäre eine Sensation, denn Mahathir ist 97 Jahre alt. Er war bereits von 1981 bis 2003 Regierungschef und dann noch einmal von 2018 bis 2020. Well, it should be my last election. Das soll meine letzte Wahl sein. Ich wollte gar nicht antreten, aber da die Wahlen vorgezogen wurden und ich meine Legislatur nicht abgeschlossen habe, habe ich es doch gemacht. Diverse Korruptionsaffären haben zu den Neuwahlen geführt. Mahathir gilt vielen im Volk als nicht korrupt, ist aber immer wieder mit antisemitischen Äußerungen aufgefallen. Im Ausland hat ihm das geschadet, im Inland keineswegs. Wenn die Leute ihn als Premierminister wollen, freuen wir uns. Viele Leute sagen immer wieder, warum will er Premier werden? Weil er das wieder gut machen muss, was der jetzige Premierminister falsch gemacht hat. Er muss das Land reparieren und wieder aufbauen. Umfragen zufolge dürfte er nur geringe Chancen haben, die nächste Regierung anzuführen. Doch Analysten haben dem 97-Jährigen schon oft das politische Ende vorhergesagt.